Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr wurde die Westerländer Feuerwehr alarmiert. In einem Haus in Altwesterland an der Munkmarscher Chaussee war im Keller ein Feuer ausgebrochen. Aus dem Kellerabgang quoll dichter Rauch. Der Brand musste unter Atemschutz bekämpft werden. Die Bewohner des Hauses wurden glücklicherweise nicht verletzt. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache liegen zurzeit noch keine Erkenntnisse vor.